Der Schulbeginn ist jedes Jahr ein aufregendes Erlebnis. Schultüten, eine neue Schultasche, aber vor allem die Frau Lehrerin. Wie viele Schüler haben denn heuer die Ehre, was lernen zu dürfen? Es sind ca. 450 Kinder. Ein Teil wurde heute in der Früh noch eingeschrieben. Wir haben versucht, noch Plätze zu finden, aber wir sind jetzt wirklich fast randvoll in allen Klassen. Was wird es denn heuer Neues geben? Es bleiben einige ganz, ganz wichtige Schwerpunkte weiter bestehen, die wir schon in den vergangenen Jahren begonnen haben. Lesen ist ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt. Die Arbeit mit Generationen. Soziales Lernen ist ein ganz großer Schwerpunkt. Wir kümmern uns auch ein bisschen um Klimaschutz und Umweltschutz. Und neu kommt auf jeden Fall dazu die verpflichtende Überprüfung in den vierten Klassen in Mathematik. Vom Wesentlichen her ändert sich so in unserer Klasse nicht allzu viel. Es ist halt jetzt die vierte Klasse, unser Abschlussjahr. Das heißt, wir werden ein bisschen wehmütig auch werden im Laufe der Zeit. Das, was sich ändert, sind halt heuer die Schularbeiten, wo es das erste Mal wirklich Noten gibt. Das ist am Anfang für einige Kinder nicht so einfach, aber im Laufe der Zeit lernen sie auch damit umzugehen. Und wenn es einmal nicht so klappt, das gehört auch irgendwie zum Leben dazu. Das muss man auch lernen, besonders in Vorbereitung auf die nächsten Schulen, denn da regnet es ja auch nicht nur immer gute Noten. Und im Leben gibt es halt Positives und Negatives, womit man umgehen lernen muss. Was wird sich denn für dich heuer ändern in dieser Klasse? Dass es viele Schularbeiten gibt, dass ich mich anstrengen muss und dass ich viel lernen muss. Was wünschst du dir denn? Naja, eigentlich, dass alle halt halbwegs normal und nett sind und halt nicht so oft Streite sind. Und ja, halt, dass überall alles funktioniert und dass ich hoffentlich ein bisschen gut und lauter Einser wieder die Schule beenden kann. Also für dieses Schuljahr wünsche ich mir, dass alles gut geht in diesem Jahr. Keine Streitereien und nett miteinander umgehen. Gibt es irgendeinen Schwerpunkt für das heurige Jahr? Also ein Schwerpunkt in meiner Klasse ist sowieso immer das Lesen, muss ich sagen. Denn das Lesen hängt einfach mit allem im Leben zusammen. Später muss man ein Formular ausfüllen können und wenn man das nicht lesen kann, scheitert es im Leben dann schon an gewissen Dingen. Man braucht es beim Rechnen, sonst versteht man keine Rechengeschichte, also Sachaufgaben. Man braucht es eigentlich überall, ob es jetzt ein Kochrezept ist und so weiter. Lesen ist einfach von Anfang an einer meiner Schwerpunkte gewesen, mit verschiedenen Projekten dazu. Haben Sie sich selbst auch schon darauf gefreut, dass die Schule wieder begonnen hat? Selbstverständlich. Das ist ja ganz einfach ein wunderbarer Moment, wenn alle Kinder neugierig, interessiert, leicht nervös, vielleicht nicht ganz so glücklich, manche überglücklich wieder in die Schule zurückkommen können. Da nimmt man sich gerne Zeit, ja.